Wir haben den 1. Oktober und was fängt nun an? Genau, die Horror-Season. Halloween steht quasi vor der Tür. Und auch auf diesem Kanal gibt's anscheinend etwas Gruseliges. Ihr könnt mich ja noch gar nicht sehen. So. Schon viel besser, denke ich, oder? Jo Leute, willkommen zurück auf diesem wunderschönen Kanal. Ja, wie ihr es potenziell vielleicht erahnt und auch an meinen zwei neuen Freunden vielleicht seht, die Horror-Season hat angefangen. Ich liebe Halloween. Ich bin ein riesen Halloween-Fan. Nicht nur die Filme, sondern auch die Zeit an sich. Über Halloween bzw. über den Oktober werde ich jedes Wochenende ein Horror-Video hochladen. Und das hier ist der erste Teil davon. Und ja, dementsprechend auch ein bisschen mal den Hintergrund angepasst. Haben sich hier manche Sachen eingeschlichen. Aber damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Couchtime. Wir reden heute über Horrorfilme bzw. Horrorfilmcharaktere. Und zwar ist das hier eine neue Folge von, vielleicht habt ihr schon am Titel erkannt oder am Thumbnail, von Character Clash. Ja, ich habe dem Ding jetzt einfach mal einen Namen gegeben. Character Clash hörte sich für mich tatsächlich irgendwie ganz cool an, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, Horrorfilmcharaktere und wir sind auf jeden Fall bei einem der ikonischsten Horrorfilmcharaktere. Und auch der, der quasi diesen Feiertag in seiner Filmpracht geschmückt hat, und zwar im heutigen Character Clash, lassen wir antreten. Den ultimativen, den einzig wahren Michael Myers gegen den unfassbar mysteriösen und psychopathischen Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? Patrick Bateman. Halloween und American Psycho Charaktere treten gegeneinander an in einem weiteren Character Clash. Ohne viel rumzulabern, fange ich direkt mal an mit der Disziplin Nummer Uno, und zwar das Design bzw. das Aussehen dieser Charaktere. Patrick Bateman ist ein eiskalter Typ. Er hat einen eiskalten, toten, leeren Blick drauf, den sonst ganz wenige Filmcharaktere tatsächlich können. Plus der Aspekt, dass er eigentlich Anfang des Films halt sehr ruhig ist oder sehr, sehr normal wirkt auch. Er hat zwar hier und da seine Macken, aber er wirkt auch potenziell an manchen Stellen tatsächlich nett. Er wirkt eigentlich wie so der typische Geschäftsmann. Ja, bis halt dann sein Todesblick, sein kalter, eiskalter, leerer Todesblick einsetzt und man halt erstmal merkt, okay, der ist dann vielleicht doch ein bisschen kranker drauf. Dafür, dass er sonst eigentlich eher ein ruhiger, zurückgezogener Kerl ist, spätestens wenn er anfängt, Leute zu töten. Diese Euphorie, die auf ihm hervorkommt, dieses Grinsen dabei, er liebt das Töten und er lebt fürs Töten. Und das sieht man halt jedes Mal an seinem Gesichtsausdruck dabei. Also er grinst. Er geht in dem Töten erst so richtig auf. Und das macht seinen Charakter zwischen emotionslos und kalt und brutal, krass tötend, abgefuckt geil, ist schon ein krasser Unterschied. Gehen wir zu Michael Myers und ja, was soll ich über sein Outfit sagen? Es ist ikonisch. Es ist einfach ikonisch. Die weiße Maske, diese leere, tote Maske, dieser Overall, der halt einfach nur schlicht ist, aber trotzdem irgendwie einen Gruselfaktor mit sich bringt. So Sachen wie, dass man quasi in fast keinem Film oder in den wenigsten Filmen seine Augen wirklich effektiv sieht oder wenn dann halt ganz kurz oder selten, sage ich mal. Und natürlich die Maske überhaupt. Und zwar, wir sehen ganz selten bis hin zu nie sein Gesicht. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir wissen auch nie, wie er unter der Maske guckt, während er jemanden tötet. Er könnte sitzen unter der Maske, jemanden gerade töten und am Lachen sein, am Grinsen über beide Ohren. Er könnte aber auch genauso innerlich gerade sterben und heulen und kaputt gehen und was weiß ich. Und das macht diese Maske nochmal so extrem gruselig. So, du weißt nicht, wie dieser Charakter gerade wirklich drauf ist, weil du einfach nur seine starren, roboterartig und fast Bewegungen wahrnimmst. Was das Design von Michael Myers dann einfach abrundet und einfach perfekt macht, ist halt wirklich einfach sein Atmen. Sein Atmen in diesen Szenen, wo man sein Atmen hört, ist einfach gruselig. Ich meine, nicht umsonst wurde es bei Dead by Daylight reingepackt, dieses Atmen, was halt einfach, wie gesagt, es ist, man hört halt dieses Atmen unter der Maske und das macht diesen Charakter so gruselig, weil er sich halt auch so in manchen Szenen auch ankündigt. Und somit, finde ich, geht Runde 1 an Michael Myers. An der Stelle sei gesagt, natürlich ist dieses Video wieder, wie fast jedes Video, sehr subjektiv und ihr könnt natürlich auch gerne andere Meinungen haben und ihr könnt auch gerne die Meinung in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, okay, aber das ist an dem besser oder warum hast du da den Punkt an den gegeben, schreibt gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr über eure Meinungen freuen. Disziplin 2, wir sind bei Horrorfilmen, wir sind bei Killer-Charakteren, es kann ja nur an nichts anderes sein, ist der Kill-Count. Und zwar fangen wir hier auch an mit Patrick Bateman. Natürlich muss man an der Stelle direkt sagen, Michael Myers hat halt
mehrere Filme und konnte dadurch auch viele Kills ansammeln und halt der Bateman hat halt nur einen gehabt. Aber in diesem einen Film hat er tatsächlich auch sage und schreibe 16 On-Screen-Kills gemacht, würde ich jetzt einfach mal nennen. Wir sehen zwar nicht alle davon, aber es werden uns alle Toten gezeigt in diesem Film. Man muss dazu sagen, dass er halt gegen Ende des Films auch sagt, es hätten auch 20 bis 40 Leute sein können, die er tötet, aber offiziell wirklich gesehene sind es 16. Michael Myers hat Stand 1. Oktober 2022 12 Filme und mit Halloween Ends kommt dann der 13. Und in diesen bis dato 12 Filmen hat er tatsächlich 107 bis 111 Kills auf seinem Gewissen. Warum 107 bis 111? Da ist sich das Internet nicht einig und auch allgemein, es gibt keine wirklich genaue Angabe, wie viel. Es wird gesagt 107 bis 111 Kills. Warum genau? Ich habe mir auch tatsächlich nicht alle Filme angesehen, aber warum genau diese Schwankung da drin ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es auf jeden Fall über 100 sind und das bedeutet in dem Fall, dass in dieser Runde, in der Runde 2, auch wieder der Michael Myers in Führung geht. Disziplin 3 ist eine neue Disziplin und die ist mir tatsächlich spontan beim Skriptschreiben eingefallen und die fand ich tatsächlich ganz gut und zwar Disziplin 3, der Soundtrack. Wir starten wieder mit Patrick Bateman und der Soundtrack von John Cade ist schon ein guter Soundtrack für diesen Film. Irgendwie produziert er ein leichtes Unwohlsein, aber gegen Mitte und Ende des Soundtracks ist es halt dann doch eher ein, hört sich auf jeden Fall fröhlicher an, dieses Lied. Könnte schon fast ein Kinderlied sein aus irgendeiner Kinderserie, aber es passt gut zu dem Film, vor allem halt auch es passt perfekt zu der Entwicklung von Bateman, weil, ja, wie gesagt, am Anfang vom Film wird uns quasi auch nur gesagt, ja, hier, der ist ja nicht ganz okay drauf, ja, vielleicht ein bisschen Knacks weg, aber halt, ne, mehr auch nicht. Ja, zu Michael Myers, ich glaube, da muss ich eigentlich nichts zu sagen. Also, das ist ja wohl das ikonischste Theme, der ikonischste Soundtrack von einem Horrorfilm, wenn nicht sogar der Soundtrack für Horrorfilme, beziehungsweise speziell für Halloween. Wahrscheinlich jedes dritte Horrorvideo auf YouTube enthält diesen Soundtrack, weil der einfach, also John Carpenter hat es geschafft, einen Soundtrack zu machen, der sowohl episch klingt, aber auch gruselig wie Scheiße und vor allem mysteriös. Also wenn man diesen Soundtrack das erste Mal hört, man erwartet manche Töne, manche Einsätze von Instrumenten erwartet man in den Fällen manchmal gar nicht. Und da hat John Carpenter halt schon was Gutes auf den Tisch gelegt und das ist ein ikonischer Soundtrack. Also das, ich würde fast schon sagen, gegen diesen Soundtrack wird niemals ein Horrorfilm-Soundtrack ankommen, weil der halt einfach fucking ikonisch ist. Und deswegen geht auch hier der dritte Punkt an Michael Myers und ich habe das Gefühl, das könnte hier tatsächlich einen Durchmarsch werden. Flawless Victory, würde ich mal sagen. Kommen wir zu Disziplin 4 und gehen weiter auf die Kills ein. Und zwar geht es hier um den besten bzw. brutalsten oder gruseligsten Auslegungssache Kill. Fangen wir an mit Michael Myers. Michael Myers hat, wie gesagt, unfassbar viele Kills in seinen ganzen Filmen abgehandelt. Nur für mich war es tatsächlich bei Michael Myers schwer zu entscheiden, was der krasseste Kill ist, weil halt alle sehr, sehr ähnlich sind. Ich persönlich mag den Aufbau dieser Kills und zwar halt dieses typische Horrorfilm-Klischee-mäßige. Ich gucke in eine Richtung, ist nichts da, ich gucke weg, guck wieder hin und auf einmal steht er da und sticht dir ein Messer in den Oberkörper rein. Es ist Klischee, es ist aber einfach geil, finde ich. Und auch überhaupt bei Michael Myers fast jeder Kill, wo er nicht, sage ich mal, wirklich offensichtlich irgendwo hingeht und jemanden tötet. Als Beispiel aus dem neueren Halloween, also nicht im Original, wo er da in dieses Haus reingeht mit dem Hammer vorher und dann in die Küche geht zu dieser Frau und man weiß halt genau, was passiert. So, und dann sind halt manche Szenen, wo man halt vorher nicht weiß, jo, ist Michael jetzt da oder ist er nicht da, sind halt wesentlich besser. Wo wir dann auch zu meiner tatsächlich Lieblingsszene kommen, die dann aus dem originalen Halloween stammt. Der Kill an Amy Brackett. Und ja, die Szene erklärt, sie sitzt im Auto oder sie setzt sich in ihr Auto, alle Scheiben beschlagen und sie wundert sich, was ist hier los? Und auf einmal, Michael auf der Rückbank setzt sich auf, packt sie mit einer Hand am Hals, will sie erwürgen und sticht ihr dann in die Kehle, schneidet ihr die Kehle auf und Ende. Eigentlich ein sehr normaler Kill, aber meiner Meinung nach ein Paradebeispiel für einen Michael Myers Kill, für einen Stalker Kill, weil er nun mal einfach der Stalker ist. Einfach dieses, okay, ich verstecke mich jetzt hier so lange, bis hier jemand einsteigt, ob ich jetzt weiß, dass hier jemand einsteigt oder nicht. Und dann halt dieses, dass die Zuschauer potenziell auch ganz schön mit gerechnet haben in dem Moment. Bei Patrick Bateman war es dann doch tatsächlich für mich leichter, weil natürlich auch weniger Kills vorhanden sind, einen der
besten Kills rauszusuchen. Jeder Kill, der onscreen passiert, ist schon cool, aber man muss auch an der Stelle sagen, es ist einfach nur die ikonischste Szene, der ikonischste Kill. Und das ist der Kill an Paul Allen. Ich finde allein diese ganze Szenerie, der Aufbau dieser Szene vom Anfang an, dieser geplante Mord, von Anfang an einfach episch. Und dann nach dem Restaurant der Switch in die Wohnung mit den ausgelegten Zeitungen. Und man denkt sich so, okay, warum liegen da ausgelegte Zeitungen? Warum ist hier alles abgedeckt? Und man denkt so, okay, das ist jetzt ein schlechtes Zeichen. Und auch überhaupt dann die Performance von Christian Bale, unübertroffen in der Szene, finde ich. Dieses, wie er da freudestrahlend, hüpfend durch die Bude hüpft, weil er weiß, okay, ich töte den Typen jetzt. Die Musik wird lauter gedreht, er nimmt sich seine Axt und sagt noch, hey Alan oder hey Paul, ich weiß gerade nicht genau. Er dreht sich um und er haut mit der Axt auf ihn rein. Man sieht in der Szene zwar Blut, aber man sieht nicht so diese hundertprozentige Tötung, sieht man nicht. Aber es ist einfach die Emotionen, die in dieser Szene waren einfach so heftig. Und ja, damit ist der Flawless Victory von Michael Myers Geschichte, denn diesen Punkt muss ich tatsächlich an Patrick Bateman geben, weil das schon ein cooler Kill war. Michael Myers Kills sind auch cool, keine Frage, aber halt auch am Ende des Tages schon sehr eintönig. In Disziplin 5 geht es um den Charakter, die Persönlichkeit. Und fangen wir hier auch mit Michael an. Man muss sagen, Michael hat schon eine Persönlichkeit, auch schon eine Geschichte hinter seinem Charakter, die auch erklärt wird, die wir alle kennen. Aber man muss sagen, Michael Myers ist einfach nur da, um zu töten. Dieser Charakter hat keine wirkliche Tiefe. Es ist nicht so, dass am Ende des Films quasi er mit sich selbst im Reinen ist oder bereut, was er getan hat. Nein, im Prinzip ist dieser Charakter wirklich nur da, um einfach das pure Böse zu verkörpern und einfach willkürlich Leute umzubringen. Und mehr ist sein Charakter halt dann doch am Ende der ganzen Filme leider nicht. Er ist einfach nur der Mörder, der Antagonist, der Bösewicht, den wir zwar alle lieben, aber der halt wirklich nur dafür da ist, den Leuten das Messer in den Rücken zu rammen. Anders ist es bei Bateman. Wie gesagt, ich versuche es hier ohne zu spoilern zu sagen, aber dieser Charakter hat unfassbar viel Tiefe. Wie gesagt, Leute, für die den Film noch nicht gesehen haben, macht es lohnt sich. Vor allem halt gegen Ende merkt man einfach, wie tiefgründig und vielschichtig dieser Charakter dann doch ist. Indem man sagt, okay, er ist doch nicht nur der eiskalte Geschäftsmann oder halt der eiskalte Killer, sondern da ist dann doch, steckt doch mehr hinter. Und dann, man sitzt am Ende von dem Film da und es ist so ein Brainfuck, so, was ist hier passiert? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Man muss den Film, das heißt, man muss ihn nicht zweimal gucken, aber beim zweiten Mal gucken fallen einem dann wesentlich mehr Charakterzüge auf, wesentlich mehr Momente, wo man sich so sagt, okay, das erklärt dann doch vieles. Und wie gesagt, an für sich der Charakter Bateman ist halt ein sehr deeper Charakter. Es geht halt in dem Film weniger um die Kills, die er macht. Der Film heißt American Psycho, es geht um seine Psyche in dem Film. Und was halt einfach das Charakterbuilding einfach in dem Fall besser macht. Und deswegen geht auch hier dieser Punkt wieder an Bateman. Kommen wir nun zu Disziplin Nummer 6 und damit auch der finalen Disziplin, und zwar dem 1 vs. 1. Und ja, ich sag's wie es ist, eigentlich müssen wir da nicht viel drüber reden. Es ist ein sehr schnelles und einfaches Duell, aber nichtsdestotrotz würde ich das hier gerne einmal aufrollen. Wir nehmen Michael Myers und Patrick Bateman zu ihrer Prime, zu ihrem höchsten der Gefühle, zu ihrer Perfektion an Bösewicht-Charakter. Auf neutralem Boden, wir geben Michael Myers sein Messer, sein ikonisches Messer, und wir geben Patrick Bateman seine Axt, weil, ich sag's wie es ist, mit einem Handkampf wäre das Ding noch schneller zu Ende. Man muss hier sagen, Michael fehlt in diesem Szenario natürlich sein Überraschungsmoment, sein Stalker-Vorteil, sein Stalker-Sinn, die Angriffe zu planen und sich zu verstecken und die Leute zu überraschen, das fehlt ihm in dem Fall, muss man leider sagen. Bateman in dem Fall würde einfach wild auf ihn losstürmen. Michael würde wahrscheinlich die Axt einfach packen, potenziell vielleicht Bateman noch den Arm brechen und würde wahrscheinlich innerhalb von Sekunden Bateman das Messer in den Bauch, in den Kopf, durch die Kehle, wo auch immer hinstecken, und der Kampf wäre gelaufen. Ende. Aber das war, wie gesagt, auch eigentlich klar. Michael Myers ist so gut wie unverwundbar. Also in den letzten Filmen vor allem wird immer mehr klar, okay, what the fuck, wie überlebt der manche Sachen? Bateman tötet ja sowieso fast nur aus, sag ich mal, Impulsen heraus. So, er braucht das Töten einfach, er findet es halt geil so. Was ihn halt, sag ich mal, nicht so geplant in eine Situation laufen lässt, sondern einfach sagt, okay, ich
tötet den jetzt einfach. Und in dem Fall würde halt auch auf Michael einfach blind losgehen und würde halt da den Kürzeren ziehen. Somit geht auch Runde 6 an Michael Myers und somit zum finalen Punktestand steht es 4-2 für Michael Myers und somit gewinnt er dieses Duell. Beides unfassbar psychisch kaputte Charaktere, weswegen ich sie auch angetreten lassen habe, weil es ja eigentlich ein Duell ist, was man jetzt nicht so sich vorstellen könnte, aber für mich war es einfach perfekt, halt beides sehr psychopathische Killer, was halt einfach, finde ich, gut gepasst hat und halt dann auch zu Halloween-Start mehr oder weniger und zu dem Start von Halloween Ends dachte ich, okay, nehmen wir Michael Myers in ein Video mit rein. Und ja, somit habe ich für mich persönlich diesen Kampf auch geklärt. Vielleicht seid ihr meiner Meinung, vielleicht auch nicht. Wenn ihr meiner Meinung nicht seid, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, warum, beziehungsweise was ihr halt anders machen würdet. Ihr könnt euch auch gerne den ersten Character Clash ansehen. Darin ging es um den Governor und Negan. Auch ein sehr interessantes Battle, was halt viele The Walking Dead Fans gerne gesehen hätten wahrscheinlich. Checkt dafür gerne den Kanal bzw. die Playlist aus. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns potenziell eventuell auf derselben Couch wieder und wahrscheinlich auch wieder im Horror-Setting. Und deswegen würde ich sagen, bin ich bis dahin raus und ciao!